Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir spielen wieder mal LSPDFR, allerdings nicht als normaler Streifenpolizist, sondern hier mit unseren Kollegen. Spielen wir jetzt hier die SWAT-Einheit, ich kann es mir nicht merken. Wo steht's? Da steht, glaube ich, gar nicht drauf hier. Special Weapons and Tactics, genau. Das ist mir eingefallen. Ja, wir haben jetzt hier lauter Leute, beziehungsweise unsere Buddies. Die haben auch alle eine Waffe. Hier, so. Ja, aber versteckt man ja mal wieder. Das ist ganz cool, wenn ich die rausziehe, dann ziehen sie ja auch alle raus. Weißt du, die horchen mir aufs Wort. Finde ich gut. Naja, jedenfalls fahren wir jetzt hier ein bisschen SWAT-Streife. Falls ihr jetzt denkt, ich habe Ahnung, wie ich das geplant habe und wie wir das machen, nö, habe ich nicht. Wir probieren es einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wie das wird. Naja, wir steigen erstmal ein. Jetzt hängen die sich nämlich hier dran und steigen hinten ein und so. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Natürlich braucht wieder einer ewig. Das ist halt immer so. Komm. Ist noch langsamer. So, okay, jetzt sind alle dran. Jetzt haben wir einen vollbeladenen Bus. Wir haben einen Beifahrer hier neben uns. Da, hallo. Wir haben hinten welche drin. Es kann, ja doch, man sieht sie durch die Scheibe. Und wir haben an den Seiten Leute. Ich würde sagen, besser kann man eigentlich nicht gewappnet sein, um auf SWAT-Streife zu gehen. Nochmal kurz angemerkt, das ist natürlich überhaupt nicht realistisch. Ich glaube, SWAT fährt keine Streife. Aber daher, dass es nicht anders geht, machen wir das einfach so. Weil sonst wäre das ein bisschen blöd, ständig im Revier rumzugammeln, bis wir mal einen Einsatz reinkriegen. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel Realismus. So, jetzt nehme ich auch diesmal nur die Einsätze an, die für uns Sinn machen. Das heißt, sowas wie Emergency Carjacking lassen wir mal heute schön links liegen. Da sollen sich die Untergeordneten drum kümmern. Ja, das juckt uns nicht. Wir nehmen nur das an, was auch für uns gedacht ist und wo wir wirklich benötigt werden. Das heißt, bei allem, wo Schusswaffen dabei sind. Oh Gott. Dass der fast meinen Kollegen runtergeholt hätte, verzeih ich ihm auch mal. Wie gesagt, wir nehmen jetzt nur die Sachen an, wo Schusswaffen irgendwie im Spiel sind, also Überfälle, Schießereien, sowas, ne? Also klar, bei Schießereien ist es auch fraglich, ob da gleich das SWAT anrückt, aber wir sind einfach mal sehr übereifrig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir heute ein bisschen Einsätze bekommen, weil wir haben echt nur ein kleines... was weiß ich, vielleicht 10% der Einsätze sind heute für uns überhaupt gedacht. Der Rest ist eher so nicht interessant in der heutigen Folge. Hier, Bomb Threat. Das ist doch perfekt. Da wird SWAT gebraucht. Wir haben jetzt eine Bombendrohung. Heißt, wir müssen aufpassen. Das heißt, der Panzerwagen wird sogar benötigt. Der übrigens wunderschön aussieht im LAPD. Das hat der Modder echt gut gemacht. Also auch wenn es nur die Textur ist. Außer, dass hier vorne auf der Schnauze noch LSPD steht. Ich wollte es mal irgendwann ändern, aber dann dachte ich mir so, ja komm, wann juckt es ein? Heute hätte es vielleicht jemanden gejuckt für die Folge, aber sonst ist das echt unwichtig. Wir haben auf jeden Fall das Bomb Threat. Das hatte ich noch nie. Das ist mir neu. Aber es ist perfekt. Da sind wir als SWAT ganz gut dabei. Müssen wir mal gucken, dass wir da schnell ankommen. Dass wir da vorsichtig vorgehen vor allem, dass da nicht alles in die Luft fliegt. Das ist jetzt wichtig. Jetzt hier links. Das ist auf dem Gelände hier. Was ist denn das für was? Das ist ein Corona. Ah, okay. Das ist ein Gerichtsmediziner. Ja, kürz mal ab, ne? Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass wenn wir in die Area reinfahren, dass dann irgendwas passiert, was nicht passieren sollte. Ah, gehen Sie bitte aus dem Weg. Ey. Sonst muss ich sie wegdrücken. Woher sind meine Kollegen? Danke. Okay. Wir sind natürlich auch ein bisschen langsam unterwegs. The timer is clear the area. Okay. Clear the area. Das heißt, wir fahren unseren Wagen. Boah. Okay. Wir steigen mal aus. Ah! Nein, 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 nein. Nein. Ah! Alter! Oh Gott! Hier geht wieder alles. So, hier ist eine Bombe explodiert. Wir müssen mal gucken, was hier abgegangen ist.
Oh, guck mal, Feuerwehr ist schon vor Ort. Wo ist denn hier der Brand? Ist hier irgendwas in Flammen? Aber ich glaube, hier ist nichts in Flammen. Meine Kollegen folgen mir, das ist voll geil. Der Feuerwehrmann rennt auch schon weg. Hier ist ein Teil. Hier. Was sind das für einer? For a night you never remember. Ah, okay, alles klar. Ein Medizintruck ist quasi in die Luft gegangen. Wenn man es Medizin nennen kann, ist eher ein Rauschmitteltruck. Sagen wir mal. Kommen die da rüber? Komm, ihr kommt da rüber, oder? Ja, ihr seid eine Spezialeinheit. Ja, ein Lauf halt außen rum. Ist mir egal. So. Bomb Threat haben wir schon mal erfolgreich gemacht. Beziehungsweise, ja gut, das heißt erfolgreich. Wir haben es zumindest. Ich glaube, es ist keiner gestorben, bis auf der Typ, der uns in die Karre gefahren ist. Aber dafür bin ich ja auch nicht zuständig hier. Das haben ja die Kollegen vom Mastel, ja? Jetzt hängt euch mal wieder dran. Jetzt fahren wir weiter. Das ist geil. Hey, wir haben jemanden verloren, oder? Nee, wir haben alle dabei. Okay, wir sind alle vollzählig. Perfekt. So, mach's bitte. Genau. Wir fahren weiter. Das war jetzt ein cooler erster Einsatz. Fuck, ich muss ein bisschen aufpassen, weil wir haben jetzt links und rechts natürlich relevante Ballaststoffe an unseren Hängen, sage ich mal. Das heißt, wir dürfen jetzt hier auch nicht fahren wie sonst was, weil sonst ist der Ballaststoff ganz schnell weg und den Ballaststoff brauchen wir noch. Speed Pursuit, ne, ist nichts für uns. Ich mach mal ein bisschen hier, ne? Bisschen schneller, dass wir hier noch vorankommen. Backup required. Okay, das probieren wir mal. Backup ist ja, könnte ja auch mit Schusswaffen sein. Wie gesagt, klar, es ist natürlich ein bisschen ungeeignet, dass wir jetzt hier als SWAT spielen, aber ich dachte, ich probiere das einfach mal aus. So just for fun. Okay, park up and make contact with the. Okay, das ist nichts für uns. Ich glaube, wir lassen das mal lieber. Homeless people ist auch nichts. Ja, komm, wir machen mal raus hier. Homeless people ist auch nichts. Oh. Okay, alles gut. Ich dachte gerade schon, wir verlieren hier wieder Ballaststoffe. Ja, ich nenne die keine Mitkollegen oder so. Die Leute, die draußen dranhängen, sind für mich Ballaststoffe. Ja, das ist wichtig zu wissen. Wer mit mir arbeitet, der wird als Ballaststoff angesehen. Homeless people, jetzt kommen wir. Wir müssen mal ein bisschen Demonstration, das ist perfekt. Das ist perfekt. Demonstration, da wird ja wohl SWAT verwendet. Man kann übrigens am Anfang einstellen, auch was die SWATs bzw. die Bodyguards an Equipment haben. Das wäre ganz witzig, mal auszuprobieren, was passiert, wenn wir SWAT-Einheiten mit Schneebällen haben oder Feuerlöschern. Oder irgendwie so in Feuerwerksraketenwerfern. Müsste ich eigentlich auch mal ausprobieren. Das können wir auch mal in der Folge machen. Also, wenn ihr das Format mögt, also wenn ihr diese Special-Sachen mögt, SWAT kann ich gerne öfters machen. SWAT ist ja ein bisschen vielfältiger. Und da können wir auch mal so eine Spaßrunde machen, wo ich die Leute mit Feuerlöscher auf die Gegner loslasse oder so. Das ist bestimmt auch witzig, oder mit Schneebällen oder normalen Bällen, die man ja eigentlich nach dem Hund wirft. Naja, jetzt haben wir erstmal eine Demonstration. Wir fahren mal, glaube ich, ein bisschen First Person, oder? Das ist natürlich noch ein bisschen komisch, weil der Ballast hier links und rechts bei uns hinten, den sehe ich jetzt halt nicht, deswegen kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie weit wir da Abstand halten müssen von irgendwelchen, sag mal, ballastschädigenden Sachen. Okay, warte, die First Purse macht mich verrückt in dem Gitter vorne. Hier. Haben wir welchen verloren? Nee. Kann man Ballast überhaupt verlieren? Warte mal, das probiere ich jetzt aus. Vorsichtig. Das geht ja gar nicht. Die sind ja hart wie sonst was. Na gut, die sind noch beim SWAT. Die müssen hart sein, aber das ist der Ende. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Okay, jetzt haben wir eine Demonstration. Approach the Commanding Officer. Ach du Scheiße, sind das viele. So, alle mal aussteigen. Und die Waffe bitte holstern, genau. Ich rede mit dem Officer, ihr bleibt so lange hier hinten. Oder ihr könnt mir auch gerne folgen. Guck mal, hier sind Kollegen, die haben aber nur einen Taser, ja. Ihr könnt hier gerne auslachen. Ja, ihr habt nämlich geile M4A1Y hier. Hallo. What should we do? Hallo. Achso, hier. We should wait and see what they do. We should throw tear gas. We should use our shotguns. I'm gonna try to disperse them. Was disperse heißt, weiß ich jetzt gar nicht. Ich denke mal beruhigen, oder? Aber ich glaube, wir machen. Ja, wobei, wait. Nee. Dann machen wir 4. I'm gonna try to disperse them.
to press Y to try to disperse near civilians. Okay. Leute, ich komme in Frieden. Fallen Sie mit der Gitarre, ja? Pass auf. Beruhigen Sie sich. Das funktioniert. Okay, bitte gehen Sie weg hier. Oh, 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 ah, oh, oh. Nein, nicht schießen, nicht schießen. Oh Gott, okay, mit SWAT sind wir vielleicht doch. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ah. Ey, 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 ey. Scheiße, ich weiß. Gehen Sie. Okay, ich glaube, verhaften bringt hier nichts. Ja, wir sind Special Weapons and Tactics. Ganz wie es in den USA üblich ist, gehen wir vor. Oh, da hinten wird doch einer. Ey, ey. Komm, schlag mal ein bisschen drauf. Okay. Wenn ich gleich erstmal hier für ein Thumbnail, ne? Bist du bescheid. Oder warte, pass auf, wir machen das anders. Wir gehen jetzt hier. So. Aber wir müssen ein bisschen rechts halten, damit wir da den Titel drüber haben. Wenn so. Dahin ist einer gestorben. Ich würde sagen, die Demonstration ist aufgelöst. Habt ihr gut gemacht, ihr kriegt ein Leckerli. Habe ich irgendwas, was ein Leckerli ist? Hier, da, Leckerli. So. Oh, er hat einen Schuss abgefangen. Lebt er noch? Okay, ich dachte, ich hätte ihn getötet. Ich habe ihn getötet, Junge. Okay, ich glaube, wir sollten hier mal einen Corona rufen, oder? Alter, das sieht aus wie so ein Massengrab, ne? Nur, dass es kein Grab ist, sondern die Straßen von fucking Los Angeles. Na gut, nur mal einen Corona. Am besten gleich zwei, oder? Weil dafür sind wir heute eigentlich gar nicht zuständig. Dafür sind die jetzt zuständig, die nichts machen, ja? So wie immer. Wir rücken ab. Der Corona ist aber verständigt, ja? Könnt ihr euch gerne bei mir bedanken. Alter, sieht das ist ein Massaker. Naja, aber die haben uns angegriffen, ne? Also von dem her war das vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wie wir gehandelt haben. Ich meine, immerhin haben sie ja auch etwas gemacht und nicht nur wir, ja? So, kann ich hier durch die Lücke, über die Leiche drüber? Hey. Ey. Was? Genau, gehen Sie da bitte mal aus dem Weg. Boah, ist die Sirene nervig. Gehen Sie mal aus dem Weg hier, so. Mein Gott, ey, kann man sich nicht antun, ne? Ihr seid alle minder bemittelt hier. SWAT ist das einzig wahre in Los Angeles. Oh. Achso, jetzt haben wir kurz vor. Ich wollte gerade einen neuen Einsatz anfordern. Weil ich mache das jetzt in der Folge nur mit der X-Taste, dass wir hier mal vorankommen, weil sonst, ne? Pursuit of heavily armed suspects. Perfekt, Alter. Also heute. Jetzt haben wir Sirene. Ich glaube, wir hatten gerade keine Sirene. Wir haben Gunfire. Okay, perfekt. Da sind wir perfekt geeignet. Nein, einer ist runtergefallen. Kamerad. Kamerad, steigen Sie auf. Okay, ich glaube, der geht hier schon mal in Stellung. Wir müssen damit nach vorne. Der geht da in Stellung. Wir chillen hier vorne und gucken mal, dass wir ihn von vorne kriegen. Weil wir sind jetzt auch noch nicht so schnell, ne? Und vor allem sind wir nicht so windig. Das heißt, wir müssen eigentlich... Oh, das ist was... Das ist was Thumbnail machen. Das sieht voll nice aus, wie die mit ihren Waffen hängen. Vorsichtig, vorsichtig. Ach so, die haben den schon... Okay, ich glaube, das hat sich soeben erledigt, oder? Ja, hat sich erledigt. Toll. Weißt du, da wirst du... Nee. Ja gut, das Auto machen dann die Streifenpolizisten. Wie gesagt, wir sind hier nur für den Notfall gedacht und nicht für den Papierkram. Ticket Quarter an... Okay, keine Ahnung, was das ist. Ich würde das schon mal gerne ausprobieren, aber machen wir heute nicht. Das machen wir dann, weil das sieht mir nach einem kleineren Fall aus, nicht nach irgendwie hier Bam Bam Bam. Nee. Speed Pursuit, nee. Nee. Ich gehe da jetzt mal, wie gesagt, ein bisschen durch. Ist zwar nicht so realistisch, aber sonst kommen wir jetzt zu nix. Police Imp. Nein. Luxury Vehicle Theft in Progress. Nein, ist auch nichts für uns. Driver Under the Influence ist auch nichts für uns. Können wir hier durch? Ja, okay. Crying Assistance, Arson. Ja, auch nichts für uns. Stone Police Vehicle 9, Petrol Theft, Pursuit in Progress, Homicide. Oh, Homicide wäre was für uns. Demonstration hatten wir gerade.
Was ist das? Okay, ich dachte, der Fan ist jetzt hier rein. Shots fallen Officers, perfekt. Na, schießen die auf mich? Die schießen da nicht auf mich, oder? Man, die kriegen mich hier durch eh nicht, aber wieso schießen die denn auf mich? Hä? So, nach einem kurzen Cut geht's jetzt wieder. Ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht, um es zu fixen, deswegen habe ich mich dazu entschieden, das zu cutten. Wir brauchen nochmal zwei Bodyguards. Eins und zwei. Oder brauchen wir nur einen? Ne, ich glaube, wir brauchen zwei. Passt. Okay. Ja. Da passen auch mehr rein, weil das sieht aus, als wenn da hinten vier reinpassen. Sind da mehr rein? Ne, da passt nicht mehr rein. Okay. Ah ja, okay. Wir haben. Ah ja, okay, gut. Alles klar, wir haben Knife Attack in Progress, das ist aber auch nicht so unsere Sache. Also wie gesagt, ich musste gerade kurz cutten. Aber jetzt sind wir wieder dabei. Kommen wir hier durch? Ja, wir kommen hier durch. Okay, perfekt. Homicide. Auch ist nicht unbedingt unser Fall. Celebrity Kidnapping. Ach komm, das brauchen wir mal. Celebrity Kidnapping ist quasi ja auch etwas Wichtigeres. Also, gucken wir mal. Das tut mir leid, dass die Kollegen sie weggetreten. Wieso fahren sie mir in die Seite? Mensch. Jetzt gucken wir mal. Guck mal, da kommt das eh entgegen. Das heißt... Boah, wie geil. Die ziehen mit der Waffe. Oh, scheiße. Die sind hier... Wir müssen aber vorgehen. Jetzt wir brauchen auf allen Hill Air Unit und Blood Patrol. Aus dem Weg. Ja, SWAT ist unterwegs, neben den normalen Units natürlich. Wir sind ja nur unterstützend und nicht allein herrschend quasi über die Situation. Aber hier ist irgendwie, das ist aber scheiße, dass die Türen offen sind. Naja. So, komm. Wir haben Schussbefehl. Schussbefehl haben wir so. Aber ich kann nicht rausschießen. Ah doch, warte mal. Aber nee, wir haben gar keinen Schussbefehl. Da ist ein Celebrity hinten drin. Vergiss, was ich gesagt habe, Kameraden. So. Okay. Gehen Sie... Ich glaube, der ist tot, oder? Ist da hinten einer drin? Machen wir kurz auf hier die Fenster. Ich kann nichts schlagen. Dann nehmen wir jetzt hier. So. Achso, ich hätte auch einen Schlagstock gehabt. Der wäre vielleicht ein bisschen realistischer gewesen. Hier schlagen auch noch die Scheibe ein. Ja, da ist einer drin. Okay. Sie können rauskommen. Kommen Sie mal raus. So, Sie sind jetzt... Nein, Sie müssen sich nicht ergeben. Sie können jetzt weiter... Okay. Oder so. Ja, ist ja jetzt eh erledigt hier, ne? Den Einsatz haben wir ja abgeschlossen. So. Aber jetzt steigen die bei mir nicht mehr ein. Das verstehe ich nicht. Also wirklich funktioniert tut's nicht. So, dass mein Fazit, sage ich mal, funktioniert tut's nicht so wirklich. Aber es war mal ganz nett und wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann sagt das einfach mal. Ich kann davon gerne mehr machen. Auch, dass es funktioniert dann auch mal, aber irgendwie ist das ein bisschen buggy, glaube ich, mit den Bodyguards und alles BFA und so. Ist alles nicht so einfach. Aber es war auf jeden Fall eine lustige Erfahrung. Naja, ich würde sagen, schreibt eure Meinung in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder bei Alice Beef R. Ja, oder in einem weiteren Video. Ich habe noch so ein paar andere Sachen im Hinterkopf, was ich noch gerne umsetzen würde mit Alice Beef R. Aber ich würde sagen, bis dahin, haut rein, macht's gut, tschüss.